Wann muss eine Frau eine Kopfbedeckung tragen gemäß der Bibel? Und was bedeutet diese Kopfbedeckung? Diese und weitere Fragen werden jetzt beantwortet, also bleibt dran. Das Thema der Kopfbedeckung findet sich im 1. Korintherbrief. Der 1. Korintherbrief ist universell gültig für alle wiedergeborenen Christen aller Zeiten. Es sind Anweisungen, die nicht nur lokal, historisch oder kulturell gültig sind, sondern universell gültig für alle örtlichen Gemeinden. Das macht 1. Korinther 1 eindeutig klar. Und somit ist auch das Thema der Kopfbedeckung universell gültig. Die Kopfbedeckung ist ein Zeichen der Ordnung Gottes. Deshalb wird das Kapitel 11 eröffnet mit der Ordnung Gottes. Es geht hier nicht explizit spezifisch um Anweisungen für den Gemeindegottesdienst, für die Zusammenkunft als Gemeinde, sondern generell geht es hier um Anweisungen für Gläubige. Und deshalb beginnt Paulus allgemein mit der Ordnung Gottes. Und demnach ist Gott das Haupt, das heißt die Führung, die Leitung von Jesus Christus. Es geht hier nicht explizit um Gott, den Vater, sondern generell um Gott. Und der Herr Jesus Christus wird Gott untergeordnet gesehen, denn er wird hier als sein verherrlichtes Menschsein gesehen. Aus der Perspektive seines verherrlichten Menschseins als verherrlichter Mensch ist er Gott untergeordnet. Wir wissen, dass er vollkommen Gott ist. Er ist der Sohn Gottes, vollkommen Gott. Schau dir dazu ein Video in der Beschreibung an. Aber hier wird er als verherrlichter Mensch gesehen und deshalb ist er hier Gott untergeordnet. Jesus Christus ist das Haupt des Mannes und der Mann ist das Haupt der Frau. Der Mann ist auch die Herrlichkeit und das Bild Gottes und die Frau ist die Herrlichkeit des Mannes. Die Frau ist hier dem Mann untergeordnet, denn die Frau ist um des Mannes Willens erschaffen und von dem Mann erschaffen. Es geht hier nicht um eine Ordnung der Ehre, der Würde und des Wertes, sondern es geht um eine Ordnung des Ranges. Gott hat nun zwei Zeichen installiert, die diese Ordnung sichtbar werden lassen. Zum einen die Haartracht. Demnach soll der Mann geschnittenes, also kurzes Haar haben und die Frau soll ungeschnittenes, langes Haar haben. Dieses Haar ist ihr natürlicher Schleier, der quasi ihre Schönheit bedeckt und ihre Ehre. Dieser Schleier wird eindeutig unterschieden von der Kopfbedeckung. Das sind nicht Synonyme, nicht die Haare sind ihre Kopfbedeckung, sondern es wird eindeutig voneinander unterschieden. Das zweite Zeichen ist die Kopfbedeckung. Die Kopfbedeckung beim Beten und Weissagen. Die Kopfbedeckung ist eine Macht, wie es gesagt wird. Es ist also ein Zeichen dafür, dass man auf der Erde eine Autorität über sich hat. Und beten bedeutet, hier spricht der Mensch zu Gott. Und Weissagen heißt, hier spricht der Mensch als Sprachrohr Gottes zu den Menschen in Aussprüche Gottes. Spricht er zu den Menschen zur Erbauung, Ermahnung und Tröstung. Das sagt 1. Korinther 14. Bei diesen geistlichen Diensten soll der Mann keine Kopfbedeckung haben, denn der Mann hat auf der Erde keine Autorität über sich. Seine Autorität ist im Himmel Jesus Christus. Die Frau sollte jedoch eine Kopfbedeckung tragen beim Beten und Weissagen, als Zeichen dafür, dass sie auf der Erde eine Autorität über sich hat, nämlich den Mann. Nun, was sind also die Gründe dieser Kopfbedeckung? Es ist ein Zeichen vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, insbesondere vor den Engeln. Hier soll die Frau, wie gesagt, verdeutlichen, dass sie eine Autorität über sich hat, nämlich den Mann, wenn sie weissagt und betet. Das ist der primäre Grund. Der sekundäre Grund ist, dass sie die Haare sind ihre Ehre, dass sie die Ehre bedeckt, denn es geht dabei um die Ehre Gottes allein. Und die Frau ist die Herrlichkeit des Mannes, sie sollte also als Herrlichkeit bedeckt sein, denn es geht auch hier in diesen Diensten allein um die Herrlichkeit Gottes. Aber der primäre Grund ist, die Kopfbedeckung ist ein Zeichen dafür, dass sie eine Autorität über sich hat, nämlich den Mann. In welchen Situationen soll denn nun die Frau eine Kopfbedeckung tragen? Also welche Bedingungen müssen für diese Situation erfüllt sein? Es geht hier um Beten und das Weissagen, wenn die Frau selbst betet und weissagt. Es geht hier nicht darum, dass sie jemanden zuhört, wie jemand betet oder weissagt, sondern dass sie mit ihrem eigenen Mund betet oder weissagt.
Weissagen ist immer vor Menschen. In Zusammenhang wird auch Beten genannt. Es geht hier also offensichtlich um hörbares, lautes Beten und Weissagen und nicht um ein stilles Gebet im Verborgenen, sondern wenn sie hörbar mit ihrem eigenen Mund weissagt oder betet. Das müssen also immer Situationen sein außerhalb der Gemeindezusammenkünfte, also außerhalb des Gottesdienstes, denn darin gilt das Schweigegebot. In der Gemeinde soll sie weder beten noch weissagen. Und es scheint ja auch um Beten und Weissagen sich zu handeln, wenn es Dienstcharakter hat und nicht jetzt irgendwie spontan. Nun, welche Situationen kommen denn da hier zum Beispiel in Frage? Es kommt zum Beispiel in Frage, wenn die gläubige Frau Bibelarbeit macht mit Kindern oder wenn sie Bibelarbeit macht mit anderen Frauen, wenn sie eine Gebetsgemeinschaft hat mit anderen Frauen oder bei Krankenbesuche oder bei anderen Anlässen außerhalb der Gemeinde, wo sie laut betet und weissagt und wo auch kein Mann da ist, der diesen Dienst übernehmen kann, denn grundsätzlich ist dem Mann vorbehalten, öffentlichkeitswirksame Dienste zu tun, denn er ist das Haupt der Frau. Soll nun eine Frau permanent ein Kopftuch tragen in der Gemeinde? Hierfür gibt es keinen Anhaltspunkt, denn in der Gemeinde sollte sie sowieso schweigen und deshalb gibt es hier keinen Anhaltspunkt, dass sie dauerhaft eine Kopfbedeckung trägt in der Gemeinde, das heißt in den Zusammenkünften. Ich hoffe, das Video hat dir geholfen, das Thema besser zu verstehen. Falls du noch weitere hilfreiche Videos sehen willst, dann abonniere doch am besten gleich den Kanal und schaue dir nun dieses hilfreiche Video an.